Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Oh. Ja, wir haben noch 4 Streichhölzer, sehe ich gerade, und ein bisschen Munition. Und jetzt kann ich endlich mal diesen Bolzen hier mitnehmen. Puh, ich sag euch was, das Spiel ist heftig. Habe ich hier auch ein Kartenfragment? Ja, siehe, voll hinten. Habe ich voll übersehen, Entschuldigung. Aber ist ja nochmal gut gegangen. So. Wir sind hier wieder mal im Ort des Grauens. Und ganz rechts, das Grauen nimmt kein Ende. Wir haben gespeichert, derweil kann uns nichts passieren. Wow, ein Tausender. Alter, ich halt gerade die Luft an. Ich glaube, ich fall bald um. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Es ist halt die Frage, ob man die 1000 nochmal investieren sollten. Die Frage ist nur, von welcher Seite kommen wir da jetzt da heil runter? Wir haben gespeichert. Wenn wir frecken. Oh Gott. Ist nicht schlimm, wollte ich sagen. Dann können wir es nochmal machen. Meine Nerven sind. Die sind sehr dünn. Geht das nicht? Hey, ich will das mitnehmen. Hä? Warum geht das nicht? Ah, jetzt da. Super. Na gut. Knurrt da etwas. Da vorne schon so eine depperte Bombe. Kontrollpunkt, Gott sei Dank. Na, lift eher. Verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Gut. Logisch. Da ist er. Ich und mein Nahkampf. Au. Ich hab's erwischt. Ach, das ist nicht gescheit, was ich mache. Ich kenne mich gerade nicht aus. Boah, wie leicht man den aus den Augen verliert, ist ja echt übel. Du sollst durchschleichen. Kann der durch? Ich kenne mich gerade nicht aus.
Hä? Munition alle? Ach komm. Das war jetzt wirklich wieder typisch. Ich hätte gleich die Schrott nehmen sollen. Oh. Ich bin gerade überlegen, ob ich es nochmal mache. Da wird schon sehr viel Munition verbraten. Jetzt gleich mit der Ding. Ach, scheiß drauf. Ist egal. Ist egal. Unsichtbare ist ja besiegt. Vielleicht dürfen wir jetzt ein bisschen mit Licht arbeiten. Hm. Gibt's hier gar nichts? Da ist noch einer? Ah, da hätten wir vielleicht was. Ja. Yeah. Sehr gut. Dafür ist hier halt nichts. Nix, nix. Schon wieder einer. Na! Also ich hab das durchschossen, ne? Ich häng fest. Ich häng fest, Alter. Ich brauche eine Waffe. Nur welche? Die Schrotwürder, denke ich mal. Was nehmen wir? Alter! Das war für nix. Ich steck schon wieder aber fest. Das hat gesessen. Das war für die Fisch. Yes! Und tschüss. Was halt richtig scheiße ist, dass ich jetzt meine ganze Munition verbraten habe. Und diese depperte Schlüsselkarte habe ich immer noch nicht gefunden. Na gut. Ich wechsle gleich mal die Waffe. Was haben wir überhaupt noch? Nichts mehr. Die ist leer, die ist auch leer. Haben wir eigentlich nur mehr die hier. Schön. Und vor allem gibt es irgendwie nichts. Mit einer Axt würde ich mich wenigstens ein bisschen sicherer fühlen. Ich bin gerade voll sprachlos, ich weiß, tut mir sehr, sehr leid. Ja, yeah, Munition. Zwei. Ja, lol. Viel. Naja. Spritzel. Krankenhausschlüsselkarte, sehr gut. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Sonst ist da nix.
Hat jetzt schon wieder so ein unsichtbares Arschloch. Okay. Geh weg, du Scheißwagen, du echt. Ich glaube, ich hätte den einen Unsichtbaren noch umhauen müssen. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Ach, ich will wieder in den Safe-Raum. Oh na! Der Krippel. Ach Gottchen. Ach Gottchen. So. Was war das jetzt für eine Munition? Ich hoffe, du bist Dölchen. Ich glaube ja. Dann bessern wir das mal auf. Zack. Drei Schuss. Ich muss jetzt echt Munition sparen. Ach Gott, schon wieder ein Keller. Oh je. Jetzt könnte ohne weiteres mal ein Kontrollpunkt kommen. Ach, Gott sei Dank. Passt, jetzt bin ich schon beruhigt. Jetzt können wir schon verrecken nach Herzenslust. Jetzt ist mir schon wurscht. Ha? Okay. Hä? Okay, Kontrollpunkt. ich habe keine Ahnung. Ich habe gleich irgendwas gedrückt. Ich weiß ja nicht. Gibt es da einen Code? Aha, wahrscheinlich gibt es einen Code. Okay, ich habe meinen Stift bereit. Wahrscheinlich kann man deshalb durch die Luke glubschen, nicht nur damit die Tür sich aufmacht, sondern damit man auch gleich sieht, ja, dass man auch gleich sieht, was man eingeben muss, wahrscheinlich was man drücken muss. So, dann schauen wir nochmal. Ich habe aber die Symbole vergessen. Ein Stern oder eine Blume? Lass mich nochmal glubschen. Eine Blume war da, ne? Er sieht eine Blume. Kann das das Symbol sein? Wahrscheinlich. Probier mal. Kann mir eh nichts verhauen, ne? Weil, wie gesagt, Kontrollpunkt und so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ganz so fies ist das Spiel dann doch nicht. Dann die Blume. Hä? Ich komme jetzt gerade nicht mit. Okay, dann nächster Raum. Zahnrad, Baum, Hirn. Nochmal. Werden wir sehen, ne? Werden wir sehen. Auf jeden Fall, da liegt was. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an. Sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort? Ha, dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder einmal bestrafen, denn er hat uns unser Vertrautheitsübel genommen.
Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Schön. Ma, du rät wer. Ja, der nächste ist was. Sehr fein. Dann schauen wir uns das mal an, ne? Aha! Da geht's ums Zahnrad. Das hier. Mittendrin hat's ein Rad. Okay. Ich nehme mal an, dass es das ist. Also, mittendrin hat's ein Rad. Das müsste dann das da sein. Yeah. Das war richtig. Scheinbar braucht man diese Blutlache, die hier... die hier rüberläuft, um hier etwas zu öffnen wahrscheinlich. Dann haben wir noch das hier, ne? So. Das Hirn. Puh. Okay, schauen wir mal. Quietsch. Grüß euch Gott. In den Schränken ist einmal nichts, ist eh logisch. Da haben wir was Grünes. Was haben wir hier? Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome, stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Mhm. Okay. Was hätten wir hier für Symbole? Aha, ich würde sagen... Pfeiltasten. Ich würde sagen, das da... Das war abgebildet. Ich probiere es einfach mal. Yeah! Richtig, das war da unten im Eck. Da. Das da. Supi! Soweit, so gut. Ich hätte gern noch einen Kontrollpunkt. Ich hätte gern noch einen Kontrollpunkt, bitte. Noch ein. Oh. Joseph. Gott sei Dank bist du okay. Hoffen wir es. Ich weiß nicht, was ich bin. Aber definitiv nicht okay. Du hast mich hergebracht. Oh na, bitte nicht. Oh Gott. Was war das? Mein Kopf fühlt sich an... an wie... Hörst du das? Wir müssen hier raus. Kannst du laufen? Ja, ich... Oh. Joseph! Wir müssen ihm helfen. Halten. Partner heilen. Steuerung, Information. Leertaste halten, Partner heilen. Achso, okay. Zuerst einsammeln. Ich weiß, ich bin eine Sau. Aber ich fürchte, wenn wir ihn einmal tragen, dann ich kann ich da... Erste Hilfe. Ja, ich renne schon nicht weg, aber ich brauche nur... Okay, ich glaube, das klappt schon. So.
Ich wollte mich nur kurz umschauen. Ich komme langsam wieder in Fahrt. Duf, 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 duf. Halten sollte man. Okay, aber ich habe jetzt mehrmals gedrückt. Ja, speib dir mal aus anständig und dann passt das schon. Und jetzt? Wir müssen hier raus. Man kann sie hören, ne? Aha. Den heizen wir gleich mal ab, sicherheitshalber. Was? Da ist nichts drin? Sauerei. Halt. Oh. Endlich mal Spins, die was können. Halt, warte. So, stell dich bitte schön hin. So, nix. Ja. Yeah. Sehr fein. Nix. Nix. Yeah. Her damit. Na, umdrehen. So, fein machst du das, fein. So. Na. Und gleich abheizen. Sofort. Bevor der noch aufstehen kann. Na, würdest du aufmachen? Bitte? Perfekt. Sehr gut. Boah, da haben wir 7000 jetzt schon. Sehr fein. Da können wir schon was Ordentliches lernen dann. Tja. Mach mal das Licht aus. Vielleicht können wir uns an diesen... den Kerl anschleichen. Entschuldigung. Wir müssen den Part auch noch beenden. Kann man die auch abheizen? Schaut nicht so aus. So. Okay. Ich glaube, der Raum hier ist einmal safe. Ich schaue mich noch kurz ein bisschen um. Ich hoffe, dass die Deppen da nicht aufstehen werden. Und ja, da ist anscheinend nichts für uns. Scheinbar. Schade. Na gut, ich würde sagen, wir beenden den Part. So, noch schnell Waffe nachladen inzwischen. Also ihr Lieben, puh, das war's wieder für heute. Auch mit ein bisschen Überlänge, tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß am Spiel. Ich zittere mich hier weiter durch die Gegend. Ja. Also ist auch bei mir alles beim Alten. Jo. Haben wir alles? Ja, sehr gut. Und ja, passt. Dann haben wir das auch abgehakt. Fein. Somit bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!